In einem typischen Highschool-Leben gehört man einer Nation an. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich erwerbe die Staatsbürgerschaft aller Nationen. Greg, wie war dein Sommer? Sommer? Was bedeutet das Wort eigentlich? Sowas wie mehr Sommer? Fall nicht groß auf, stell dich mit allen gut, sei unsichtbar für alle anderen. Oh Gott. Über die Jahre habe ich meistens mit Earl abgehangen. Er ist sowas wie ein Arbeitskollege. Aber wir mögen dieselben Sachen. Tötis. Wie auch immer. Schatz, dürfen wir reinkommen? Scheiße. Dein Vater und ich wollen mit dir über was Trauriges reden. Greg leidet an den üblichen Pubertätssymptomen und zudem daran, ein Außenseiter zu sein. Wenn dann noch der Schmerz der ersten Liebe oder Kummer dazu kommt. Was ist passiert? Also, ich hatte gerade ein Telefonat mit Denise Kushner, Rachels Mom. Kennst du Denise? Nicht so richtig. Aber du bist mit Rachel befreundet. Ja, ich meine, wir kennen uns ein bisschen. Komm her. Okay. Bei Rachel wurde Leukämie festgestellt. Sie haben es gerade erfahren. Dein Test war heute? Ach, Test, der größte Scheiß. Oh Gott. Ist es sehr ernst? Die machen alle möglichen Untersuchungen, tun, was sie können. Sie wissen es noch nicht. Mann, ist ja scheiße. Das stimmt. Es ist scheiße. Das ist mega scheiße. Es ist wirklich ziemlich scheiße. Ja. Dennoch lamentiert dieser Film keinen Moment. Er ist vielmehr witzig, liebevoll und irgendwie beglückend. Ruf Rachel einfach an. Hör zu, ich will nicht, dass du mit mir abhängst. Ich brauch dein blödes Mitleid nicht. Ist okay, kannst wieder gehen. Nein, nein, hey, du siehst das völlig falsch. Ich bin nicht hier, weil ich Mitleid hab. Ich bin nur hier, weil meine Mom mich gezwungen hat. Ist ja noch schlimmer. Ja, ich weiß. Hör zu, es ist okay, ehrlich, es geht mir gut jetzt. Jetzt geh. Okay, Rachel, würdest du eine Sekunde zuhören? Meine Mom macht mir das Leben, sie macht mir das Leben zur Hölle, wenn ich nicht mit dir abhänge. Okay, ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr sie rumnervt. Sie ist quasi sowas wie der LeBron James des Stressens. LeBron James spielt Basketball. Ich weiß, wer LeBron James ist. Hör zu, ich weiß, dass ich dir damit keinen Gefallen tue. Ich bitte dich nur darum, mir einen Gefallen zu tun. Du bittest mich um einen Gefallen. Ja, lass mich nur einen einzigen Tag mit dir abhängen. Dann kann ich meiner Mom sagen, dass wir uns getroffen haben und wir verschwinden wieder aus dem Leben des anderen. Geht das klar? Geht klar. Cool. Ist das ein Black Power-Gruß? Nein, ich dachte, wir machen die Ghetto-Faust. Von hier oben geht die Ghetto-Faust schlecht. Ja, nein, ist mir auch klar. Beim renommierten Sundance-Festival wurde der Film zu Recht mit dem Jury- und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Du bist ein Arschloch. Weißt du, ich bin unheilbar peinlich und habe ein Gesicht wie ein kleines Murmeltier, also... Das denkst du nicht ernsthaft? Nein, das denke ich nicht. Das weiß ich. Ich habe halt das Gefühl, naja, ein Typ wie ich, auf der Highschool, was kann mir im besten Fall passieren? Ich überlebe. Ich überlebe, ohne mir Todfeinde zu machen oder mich bis in alle Ewigkeit zum Vollhorst zu machen. Du und Greg, ihr seid Arbeitskollegen? Nein, wir sind Freunde. Er will nur keinen als Freund bezeichnen. Der hat einen kleinen Hau. Ja, das stimmt. Was ist los? Mann, ich habe keine Ahnung. Kann an seinen Eltern liegen. Ich meine, seine Mom sagt ihm ständig, wie hübsch er ist, was er nicht ist. Jetzt denkt er, er kann keinem mehr vertrauen, der ihm nahesteht. Und sein super schräger Dad hat mit niemandem Kontakt, außer mit dem Kater. Er hat also ein Vorbild, das keine Freunde hat. Das Fazit ist, er hat einen Riesenschiss davor, dass er jemanden als Freund bezeichnet und der sagt, ey Mann, ich bin nicht dein Freund. Dann müsste er sich umbringen. Aber inwiefern seid ihr Arbeitskollegen? Wir machen Filme. Spielfilme? Genau. Machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Das sind ungefähr 42. Greg, das hast du mir nie erzählt. Ja, das erzählen wir niemandem. Die sind scheiße. Ich meine, die sind grauenhaft. Die sind bestimmt nicht scheiße. Du kannst dir mal was ansehen, wenn du willst. Ehrlich? Scheiße, ja, kein Ding. Oh mein Gott, bin ich jetzt auf dem Set? Au! Oh mein Gott! Ich halte es nicht aus. Action, Schnitt. Madison, was willst du hier? Rachel hat gesagt, dass ich euch hier finde und bei dir geht immer gleich die Mailbox ran. Vermutlich, weil da drüben der Empfang so mies ist. Aber ich muss dir dringend was sagen. Also, ich habe Rachel besucht und ich hatte für sie eine Karte und sie hat sich einen eurer Geheimfilme angesehen. Oh mein Gott, warte, hast du irgendwas gesehen? Nein, sie hat ihn sofort ausgemacht. Er war gut. Ihr seid beide Japaner und du wurdest geköpft, aber sie hat ihn ausgemacht. Aber ich hatte einen Geistesblitz, einen unfassbaren Geistesblitz. Mir ist was eingefallen. Ihr müsst einen Film für Rachel drehen. Was sagt ihr?
Das wäre für sie das Allergrößte. Ich glaube, das wäre das Beste, was ihr für sie machen könnt. Das müsst ihr machen. Ja, stimmt. Stimmt? Und das heißt, ihr tut's? Ja. Oh mein Gott, Hammer. Ich freue mich drauf, ihn zu sehen. Okay, ich düse wieder. Aber Schnitt ist im Kasten. Action. Das war gut. Wenn das eine rührende romantische Geschichte wäre, würden wir wild rumknutschen mit dem Feuer von 1000 Sonnen. Aber das ist keine rührende romantische Geschichte. Wie auch immer. Ja. Also, wie geht's dir? Wirklich? Das ist 1000-mal krasser, als ich am Anfang dachte. Dir muss klar sein, was passiert, wenn jemand dein Leben auf den Kopf stellt. Das haut dich um. Ganz genau das habe ich gemeint. Liebst du das Mädchen? Was? Auf Wiedersehen, Greg. Du bist ein guter Freund. Niemand hat mehr getan, um mich zum Lachen zu bringen. Und niemand hätte das gekonnt.